Seelen erobern für Christus, für das Kreuz im faszinierenden Afrika. Als Missionare der Norddeutschen Mission 1928 diese Werbebilder im heutigen Togo beim Volk der Ewe drehen, arbeitet das Bremer Missionswerk schon über 80 Jahre in Westafrika und hat Dutzende Gemeinden gegründet. Die Zentrale der Norddeutschen Mission sitzt damals am Dobben. Heute ist es eine Adresse in Horn, von der aus die Zusammenarbeit mit Gemeinden in ganz Westafrika koordiniert wird. Pastor Godwin Amponi aus Ghana ist zu Besuch bei Heike Jakubait, der Generalsekretärin der Norddeutschen Mission. Er sieht die Ankunft der Missionare vor 175 Jahren so. Es war für uns als ghanäische Leute eine gute Nachricht, wenn Lawrence Wolf und die anderen Missionare in Ghana kommt, in Ewe Land kommt, mit der Botschaft von Gottes zu uns. Horst Rösler hat sich an der Uni Bremen intensiv mit der Norddeutschen Mission beschäftigt. Der alte Werbefilm zeigt für ihn beide Seiten des Wirkens der Missionare. Das typische Auftreten als neue Herren im Land, aber eben auch den christlichen Kampf gegen Sklaverei und den Einsatz für die Kranken. Überall entdeckt er typisch Deutsches. Und man wird auch gleich sehen, dass die Schüler hier in Reih und Glied in die Kirche marschieren zum Gottesdienst. Das hat hier was Militärisches, hat auch was Deutsches. Und das war auch etwas, was die Mission eigentlich vermittelt hat. Also nicht nur christliche Werte, sondern sie verstand sich auch als Kulturmission. Und in den Hochzeiten des Nationalismus vor dem Ersten Weltkrieg ging es auch darum, sozusagen deutsche Art zu exportieren. Man wolle aus polygamen Faulenzern, die auf Kosten der Arbeit ihrer Frauen lebten, gute Ackerbauern machen unter dem Schutz des Deutschen Reichs, zitiert Rössler einen Bremer Kaufmann aus dem Leitungsgremium der Mission. Für solche Sätze schämt sich die heutige Generalsekretärin geradezu persönlich. Natürlich ist es eine Vergangenheit, mit der wir uns heute so nicht mehr identifizieren können. Das ist auch schambeladen, ganz bestimmt. Auf der anderen Seite müssen wir auch verstehen, dass das natürlich die Auffassung war, wie der pietistische Glaube seinerzeit gelebt worden ist. Und die Menschen waren ja davon getrieben, Gott zu dienen und haben sich das eben so vorgestellt, dass das sehr disziplinarisch vor sich geht. Einheimische Prediger sind früh Teil der Norddeutschen Mission. Die weißen Missionare sind gleichzeitig auch Sprachforscher und Ethnologen. Sie übersetzen die Bibel in die Ewe-Sprache, um die Afrikaner zu erreichen. Das Bremer Staatsarchiv bewahrt neben der Bibel auch die ethnologischen Bücher auf. Im Hinblick auf die Norddeutsche Missionsgesellschaft kann man sicherlich von einer Verantwortung dafür sprechen, das Funktionieren europäischer Kolonialherrschaft erleichtert und auch legitimiert zu haben. Die Ahnengalerie der Norddeutschen Mission zeigt Männer und Frauen, die im besten Glauben nach Afrika gingen, Schulen, Kirchen und Krankenhäuser gründeten. Die Schulddebatte zu unserem kolonialen Erbe führen die Deutschen allein, sagt uns Pastor Amponi. Für uns in Ghana ist es vorbei. Es ist nicht mehr wichtig. Und immerhin seien heute 70% der Ghanaer Christen. Und das sei auch ein Erfolg der Norddeutschen Mission.